Ja. Dann können wir so direkt wahrscheinlich runter. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine schöne Stimme hast? Fum! Es ist Fum! Oder weiter, ein riesiger, verflachter Felsengast! Ich bin ja, bedrohlich, in der Tat! Also die Stimme von Drex hat für mich irgendwie ein bisschen was... hat mich irgendwie sehr klingkomisch. Irgendwie, gerade der Gesang des Star Trek Klingonen hat ein bisschen was. Und echt furchteinflößend. Hallo! Wir suchen Fin Fang Foom. Hast du ihn gesehen? Große Flügel, fiese Zähne. Lila Shorts. Was meinst du mit Lila Shorts? Wieso? Hab gehört, dass er die trägt. Die alten Legenden besagen das in der Tat. Siehst du? Und wenn er erstmal nicht ist. Der wird uns erwischen! Da kommt ihr nicht durch. Ah, Vapor. In eine Wand? Vertraut mir! Ach du, nein. Kurz zu knapp. Oh ja. Die gefällt mir. Sehen wir uns die Dinger mal in Aktion an. Schon dabei. Plasmaschutz. Feuer. Woher wusstest du, dass deine Waffen funktionieren wird? Und dieser. Das tolle Spielzeug kriegst immer du. Was? Und was ist mit deiner komischen Knarre, die Leute von innen nach außen stülpt? Ach ja. Ich bin ja so neidisch, Quill. Zu Recht. Ach, ich. Ich kann nicht springen. Es ist wie dieser Zauberschlamm, den ich als Kind hatte. Schlamm hat mit Zauberei nichts zu tun. Dann warst du noch nie in dem Spa auf Contraxia. Stimmt. Du machst doch nicht den Eindruck, als wärst du ein Spa-Typ. Wie gesagt, Zauberei. Wenigstens ist es in dieser Höhle nicht ganz so kalt. Du hast immerhin ein Fell. Groot ist praktisch nackt. Groot friert nicht, aber bei Hitze ist er ein echter Angsthase. Ich bin Groot. Hey, wir sind alle brennbar. Wie kommen wir durch dieses Zeug? Friendly Fire. Dann können wir zu der Kante da springen. Darauf würde ich nicht wetten. Das würde ich nicht tun. Atmen ist unerlässlich für einen effektiven Sprung. Hm. Das ist das Glitz. Ah, hier können wir vielleicht. Tretet zur Seite, Sterbliche, und lass den Schmelzinator seine mächtige Arbeit machen. Das ist ein furchtbarer Name. Oh, auf dem besseren? Petey Hopkins. Nein! Captain Feuerball. Es ist nicht mal ein Feuerball, eher ein Hitzeknubbel. Captain Hitzeknubbel. Nein, nein. Heute ist uns das Glück holz, meine Freunde. Wir wurden gerade fast von den Riesenmeteoriten zerquetscht. Fast. Da hat er recht. Fast heißt ihm nicht. Falls du ein paar Units findest. Was zum Fahren? Das könnte sein Name sein. Vielleicht versucht er zu kommunizieren. Bitte nicht. Ich bin gut. Ja, warum sollten wir das Ding verärgern? Wendigo! Seht ihr? Er wollte nur... Hm.
Wollte nur was. Okay. Nun wissen wir, dass sie uns umzingelt haben. Seht euch mal diese stacheligen Bäume an. Aber geht nicht zu nah ran. Ich bin Groot. Groot sagt, hütet euch vor den Pflanzen mit den Löchern um. Das brennt. Ich bin Groot. Groot sagt, sie haben ätzende Sporen. Du solltest Abstand halten. Ach. Bei so vielen außergewöhnlichen Bestien stellt sich die Frage, warum Lady Hellbender nicht hier lebt. Es ist zu kalt für Lady Schädeltussi. Burn, Baby, burn! Haha, hübsch. Das kann ich mir immer wieder ansehen. Groot sagt, diese Pflanzen haben es verdient. Diese Dinger wachsen in einer Eishölle. Ich glaube, sie sind aus bewussterem Material. Weiter so. Langsam wird mir tatsächlich warm. Und wieder unterliegt ein Planet Captain Hitzeknubbel. Oh nein. Den Namen wirst du doch nämlich. Nein, hab immer noch nicht genug. Haltet die Augen offen. Ich rieche einen Hinterhalt. Probier mal was anderes aus. Ja, ich finde auch, dass wir Zahl die Stimme. Vorzugsweise auf dem normalen Planeten, wo nichts versucht, uns umzubringen. Nowhere und Contraxia gibt's nicht mehr. Alle unsere Text versteckt. Die Milano ist doch genau anhalten und durchlesen. Ja. Das Video. Und hier gibt es noch Teile. Das sieht ja sowas von mir gefallen aus. Auf sieh mal, Quill, dein neuer bester Kumpel. Oh ja. So viel zur Pfanne. Die Kommunikation ist gescheitert. Da oben ist noch einer. Wir sind im Arsch. Drücke 4, um den Plasmaschuss auszurüsten. Plasmaschüsse verursachen am Ziel Schaden über Zeit. Sie sind besonders effektiv gegen Gegner mit vielen Gesundheitspunkten. Danke für den Tipp. Oh Scheiße. Könntest auch einen Pulli anziehen. Tu ihm weh, Gamora! Erinnert mich an den schrecklichen Schneemenschen. Sie sind in der Tat schrecklich. Halt sie unten, Groot! Und Groot hat seinen Superbau noch nicht gefunden. Ich finde, das jetzt hier. Diese Bestien sind den Ton ohne Zweifel als Start. Gut, dann glaub ihm jetzt. Der mit den großen genau, Muskeln machen. Benutzt wieder große Worte. Dann mach ich mal ein bisschen was. Wendy, go home! Wendy, go flat, he's dead! Oh no. Vorsicht! Mach ihn fertig, Gamora! Such dir einen anderen Snack, Kumpel. Oder vielleicht wäre dir ein komplettes Essen. Na komm. Na. Er ist am Boden. Macht ihn fertig. Mach dein Ding, Gamora.
Komm mehr. Ach du Scheiße. Groot, schnapp sie dir! Sie sind schnell für ihre Größe! Haha, das gilt auch für mich! Rocket, volles Programm! So klug sind die nicht, immerhin bekämpfen sie uns! Na komm. Kampf heizt das Blut auf. Könntest auch einen Pulli anziehen. Die Kampfanimation. Du kannst sie gar nicht zurück auf deinen Planeten nehmen. Schlitz sie auf! Drag, steck ihn in den Arsch! Ja, sie hoch! Warum treffen wir niemals auf deutliche Einheimische? Wir sind tatsächlich eine bestimmte Sorte an. Kriegst das hin! Letzte Bestellung! Finde sie an, Groot! Und zack. Ohne Zweifel als Stark. Solange wir nicht ihre Nahrung werden. Okay, ich spiele nicht länger mit diesem Schneeaffen. Wendigo. Wollen wir sie wirklich so nennen? Hey, die schreien doch die ganze Zeit Wendigo. Ja. Vielleicht würde Hellbender gern ein paar dieser Wendigo in ihrer Armee haben. Falls die jetzt kein Groll gegen uns hegen. Doch, das tun sie. So viel zum Thema kein Groll. Wird man hier schnell durch. Angriffen tun hier schon mal nichts direkt. So scheiße sind die ja nicht. Das war ja wie aus einem Horrorfilm. Bäh, hab ein. Und zeig sie, Groot. Komm. Hast du das Schiffswrack gesehen? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der bei diesem Wetter nicht landen kann. Nicht glauben, dass diese Schneeaffen uns überrascht haben. Wir sind auf ihrem Gebiet. Es wird Zeit, dass jemand mit Hände spürt. Tödlich der Frau ist aber ein heißes Messer. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Wir sind mehr von denen. Ich denke, du meinst die Quarantänezone. Schlag dich zusammen! Mach dich bereit, Unhold! Zerschnäffel sie! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen! Leg los, Rocket! Leg Blaster los! Ich weiß nicht, was das war, aber ich bin froh, dass es tot ist! Das ist deine Chance, Gamora! Spürst du das? Verpack uns Zeit, Groot! Jo! Ach, hier ein kleiner. Ach du Schatten, ach du, nein, nein! Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der bei diesem Wetter nicht landen kann. Drax, dein Freund und Helfer! Ach, scheiße. Ich bin fliegen. Ein
widerliches Trash-Ding weniger! Rocket! Sprengung! Einer weniger. Schlechte Position! Deine Klinge hat schon schlechtere Chancen gemeistert. Diese kleinen Nerven mal wieder. Ich mache mir gerade keine Besichtigungstour. Du bist dran, Großer! Es wird mir Spaß machen. Rocket, lass sie weg! Kann ich glauben, dass diese Schneeaffen uns überrannt haben? Na toll. Luftdruckverstärkung. Ich bin gut. Zerhackt! Tut von der Hutschparty immer noch der Hintern weh. Komisch, dass du dich nicht dran gewöhnt hast. Zeig mir deine Kraft! Das erinnert mich an unsere Monsterjagd in der verbotenen Zone. Leute, Gruppe B! So, wir brauchen jetzt die Power. Warum hast du uns vom Schlachtfeld gerufen, Peter Quill? Unsere Feinde schmelzen vor uns dahin. Wie Butter auf einem heißen Messer. Kann ich mal ein Stück Brot haben? Ich habe viele Schlachten geschlagen, aber keine war so großartig wie diese. Wir haben uns konzentriert, dann wird sie noch großartiger. Sie ist großartig, Drax. Unfassbar, wahnwitzig, großartig. Stimmt's? Wie eine Flak-Supernova. Also bleib auf Kurs, halte die Augen offen und greift nach den Sternen. Wer ist dabei? Das wird ein Spaß. Ich schnapp sie. Wieder seine Superkraft. Bin schon dabei! Zeig, was deine Äste drauf haben! Hau sie weg, Rocket! Lass ihre Lichter ausgehen! Ja, bringt mir mehr! Verschieß nicht dein ganzes Pulver vor dem Hauptkampf, Großer! Na, komm. Hast du das Schiffsrad gesehen? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der bei diesem Wetter nicht landen kann! Gamora, aufschlitzen! Das erinnert mich an unsere Monsterjagd in der verbotenen Zone. Na, hoffentlich endet sie nicht genau. Sehr gut. Wir haben ihren Anführer erledigt. Jetzt lassen sie uns in Ruhe. Oder sie wollen Rache. Ist das Wrack vielleicht das Lager? Nein, das Ding liegt hier schon ewig. Seht ihr? Der Rauch kommt von der anderen Seite. Wir sind nah. Warum sind hier immer solche Bretter? Wir müssen darauf. Okay, Groot. Dann los. Ich bin Groot. Ungefähr so hoch. So ist keine Maßeinheit. Groot weiß, was er meint. Okay, kann ich den anderen? Ja, kann ich. Nicht noch mehr vereisen. Okay, mal herschauen. Ich lass was für euch runterfallen. Wir sollten hier draußen nicht stranden. Die Vorsicht da unten! Noch mehr Infos zum Lesen. Meinst du, die Kreaturen haben das Schiff als Zuflucht genutzt? Völlig egal, sie sind tot. Und rein dort. Hier, hilf mir mal. Wir sollten uns bereithalten. Wir kennen die Quelle des Rauchs nicht. Weitere Feinde sein. Ist es nur ein schönes kleines Feuer. Im schlimmsten noch aufs Beste hoffen. Oh, vielleicht ist es ein Barbecue. Das ist ein Barbecue. Was? Ihr hattet noch nie ein Barbecue? Das wird nachgeholt werden. Holzkohlegrill, Steaks, Baby Back Ribs. Warum sollte man die Rippen eines Kleinkinds essen? Was immer das ist, es riecht. Leichen. Oha. Es riecht nach Leichen. Meine Güte. War das alles Fum? Ganz ohne Zweifel. Was machst du da gut? Um die Zeit.
vor uns. Sieht aus wie eine Überlebende. Ich weiß nicht, dass das so clever ist, hier reinzugehen. Kein Kopf, Sisi. Kein Kopf. Ich nehme an, die widerliche Tentakelkugel ist ihr Kopf. Und ich kann euch damit hören. Bist du die einzige Überlebende? Offensichtlich nicht. Wer seid ihr, Fleischsäcke? Wir sind wegen Foam hier. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin die einzige Überlebende oder werde es sein. Ich nehme an, du weißt, wo wir ihn finden können? Na klar, er frisst gerade meine Männer an seinem Schlafplatz. Der große Eisobelisk, der aus dem gefrorenen Meer des Kraterkessels ragt. Keine Sorge, wir kümmern uns um Foam. Natürlich, Terraner. Aber flieht bloß nicht hierher, wenn er euch jagt. Ich muss noch zusammenpacken. Kriegst du das alles hin? Ich brauche dein Mitleid nicht, Terraner. Ich fliege zurück nach Contraxia und lecke meine Wunden. Oh, hey, überleg dir das besser. Contraxia ist im Moment nicht gerade sicher. War es das jemals? Im Ernst. Vielleicht solltest du einfach mit uns kommen. Es war heute schon peinlich genug, auch ohne die Hilfe eines Fremden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay, aber wenn du von einem Versprechen oder der Matriarchin hörst, bleib auf Abstand. Ich versuch's mir zu merken. Ah ja. Das hat mich die ganze Zeit gejuckt, das nicht zusammen. Tut mir leid um deine Männer. Naja, Tote kriegen keine Gehaltschecks. Übrigens, bist du nicht die Tochter des wahnsinnigen Titan? Und wenn doch? Und nochmal, ein bisschen ruhig. Ich will keinen Ärger. Früher hätte ich dich wegen des Kopfgelds ausgeliefert. Früher einmal hätte ich dich deswegen getötet. Ha! Ja, anscheinend haben wir im Moment größere Probleme. Anscheinend. Was treibt den Bootsport? Großes Eisding auf gefrorenem Meer, was? Ich bin Groot. Du sagst es, Kumpel. Das ist ein weiter Weg nach unten. Kriegen wir schon. Okay, springen kann ich noch nicht. Ich bin Groot. Hat eine von euch Leichen was dagegen, wenn ich mich bediene? Nein? Danke. So was sollte man doch benutzen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Gut, irgendwas, das war noch nicht. Extra Schild. Das klingt doch vielversprechend. Ein feines Tech-Upgrade. Nagelneu. Ein Komponentenfinder. Es gehört dir. Und haben wir ja fast alles. Hoff. Komponentenfinder. Ein Hinweisturm zeigt an, dass du maximal 15 Meter von einer Herstellungskomponente entfernt bist. Ah ja. Noch ein Jägerzeichen? Es ist unmarkiert. Zweifellos gehörte es einer dieser Leichen. Sie hatten wohl nie die Chance, es aufzustellen. Ich habe es für uns requiriert, um von unserer heutigen Tapferkeit zu kündigen. Es wird unseren Triumph oder unseren glorreichen Untergang markieren. Foam ist schlimm genug, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Kampf, der uns danach erwartet. Dann markiert es unseren vorletzten Triumph. Ein Triumph nach dem anderen. So, wo geht's jetzt lang? Gibt's noch was? Werkbank. Funkklauen. Sagen wir hier etwa runter. Zählt noch mal klauen. Die würden wir ja durchpassen. Also. Okay, Leute, gehen wir auf Drachenfang. Ja, wir nähern uns stetig unserem großen Schicksal. Du bist ziemlich aufgekratzt. Immerhin hat Foam das Lager vernichtet, als wär's nichts. Wir sind nicht nichts. Ich seh's wie Drax. Kein Berg zu hoch, kein Tal zu tief. In diesem Fall sogar buchstäblich. Wow! Achtung, das Eis erhöht unsere Geschwindigkeit! Ach was.
Schlacht ist das Stadt verloren! Oh no. Vorsichtig rutschen. So, damit wäre das mit dem Weg nach unten geklärt. Ich will gar nicht daran denken, wie wir da wieder raufkommen. Oder wie wir Fum darauf kriegen. Seht's mal positiv. Vielleicht sind wir dann ja tot. Auf der Erde haben die Menschen Hundeschlitten eingesetzt. Mehrere Huskies ziehen einen Schlitten übers Eis. Erwarte nicht von mir, dass ich den Hund spiele. Ich habe eigentlich eher an die Wendigo gedacht. Und Fum ist der Schlitten. Das ist die verrückteste Idee, die ich je gehört habe. Ja, großartig. Dann wird's ja klappen. Die verrückteste Idee, die man je gehört hat, ist immer... Ben Guardians, mit die richtige. Wie alt bist du denn? Oha, alt genug. Mönchsoutfit. Mit Rex. Für Gamora haben wir immer noch kein Opfer gefunden. So alt? Nein, so jung. Ich wurde gezüchtet, schon vergessen? Ich zähle die Zyklen nicht mit, in denen ich lediglich beatmet wurde. Der Nager ist mental viel älter als wir alle. Danke. Und emotional viel jünger. Haha. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch kälter werden kann. An Tagen wie diesen bin ich froh, dass ich auf der Milano eine Sitzheizung eingebaut habe. Da vorn, da ist unser Eisobelisk. Das muss das gefrorene Meer sein. Hier ist der perfekte Ort. Hier werden wir die große Bestie herausfordern. Was? Komm und begegne deinem Tod! Was machst du da? Wir können ihn nicht überraschen, wenn er weiß, dass wir da sind. Außerdem töten wir ihn nicht. Schon vergessen? Ruft mit! Hier beweisen wir unsere Standhaftigkeit! Fing, Fang, Fum! Dein Ende rückt näher! Nein, nicht sein Ende! Peter Quill, los! Fing, Fang, Fum! Zeit für ein Nickerchen! Ich bin Rocket, du bist dran. Hat er meinen richtigen Namen gesagt? Rocket! Fin Fang Fum! Wir werden dir deine verflachten Mistzapfähne zusammenstutzen. Hörst du mich? Ja, Rocket, du schuppiger Riesengott, Zeitblutian! Du fessider Klumpen, satanisches Bauchfleisch! Du machst uns keine Angst! Fühlt sich gut an, oder nicht? Ja! Ja! Tut es tatsächlich! Passt irgendwie. Jetzt ziehen wir uns auf! Nein, das tun wir nicht! Einfach hier durch. Macht euch auf alles gefasst. Das ist rein technisch unmöglich. Okay, Bosskampf incoming. Das kann ja nur schief gehen. Und wo ist er jetzt? Vielleicht hat er Angst vor uns. Unmöglich. Fum wurde furchtlos geboren. Das weißt du doch nicht. Im kalten Herzen eines sterbenden Sterns. Sterbende Sterne sind nicht kalt. Der schon. Meint ihr, sein Bau ist dahinter? Finden wir es raus. Ah, das sieht schon näher nach dem Fum aus. Aber richtig. Okay, aber er hat eine offensichtliche Schwachstelle. Eine sehr offensichtliche. Dann fange ich mal auf jeden Fall. Ach du Heiliger. Wie sollen wir das halten?